Herzlich willkommen zur 16-Uhr-Ausgabe von Netzdebatte TV. Mein Name ist David Letterman und das ist meine Kollegin Mareike Amado. Und wir haben eigentlich auch zwei Gäste, von denen einer nur zu sehen ist und der andere entweder unsichtbar oder noch nicht da. Das wird jetzt gleich Markus erklären, wie sich damit verhält. Wir erwarten nämlich noch Stephanie Henke. Sie ist Gründerin und Direktorin von Tactical Tech. Das ist ein Kollektiv aus Großbritannien und den USA, die ganz unterschiedliche Instrumente entwickeln, um im digitalen Raum neue Erzählformen, neuen Journalismus möglich zu machen. Mit der werden wir gleich über ihre Strategien und ihre Einschätzung sprechen. Wir werden das Gespräch, wenn sie dabei ist, auch auf Englisch führen, da sie Britin ist und das Deutsche nicht mächtig ist. Es wäre ja unglaublich unhöflich, das dann auf Deutsch zu führen. Aber vorher sprechen wir mit Friedrich Lindenberg über seinen Workshop News You Can't Print, Journalism Beyond the Article. Was verbirgt sich hinter diesem Titel des Workshops? Naja, im Prinzip wollten wir uns überlegen, was passiert eigentlich, wenn der Zwang, Nachrichten in Form von Artikeln zu veröffentlichen, wegfällt. Ich meine, das ist schon ein bisschen her, dass wir die Möglichkeit haben, Sachen im Internet zu veröffentlichen. Aber wenn man sich Nachrichtenseiten anguckt, so wie sie aktuell existieren, dann trauern die diesem Gedanken alle noch so ein wenig nach. Text wird weiterhin als langer Blog veröffentlicht und da passiert eigentlich noch nicht so richtig viel. Andererseits kann man natürlich auch anfangen, darüber nachzudenken, ich kann meine Texte zerlegen in einzelne Komponenten, in wiederverwendbare Teile, dass ich weniger Redundanz habe, dass ich anstatt wirklich jeden Tag einen neuen Artikel zu veröffentlichen, eigentlich eine Story konsequent weiterbaue und weitererzähle aus einzelnen Modulen. Und sobald ich das tue, sobald ich sozusagen meinen Content ein wenig strukturierter darstelle und daraus neue Formate entwickeln kann, ist auch gar nicht mehr so wichtig, ob alles davon wirklich von mir kommt. Das heißt, ich kann besser Sachen aus dem Web einbinden, sei es aus Social Media oder sei es eben auch Daten und Datenbanken, die ich im Web nutze, um eine Grundlage für eigene Stories dort zu entwickeln. Das klingt so ein bisschen so, als wenn der Inhalt, das was so gerne auch Content genannt wird, noch viel stärker geremixed wird zukünftig, noch viel stärker an Mashups erinnern wird, durchlässiger wird. Man bekommt den Eindruck, dass das, was früher mal der große Leitartikel, die Reportage, der Essay, die Glosse war, dass all das eher jetzt an Software erinnert und auch so in Versionen verfügbar ist. Ist das so, dass Journalismus zukünftig auch wie Software funktionieren wird und sehr viel versionierter zu denken ist? Ich will niemandem das Recht nehmen, irgendwie einen langen, ausführlichen Artikel zu schreiben, der irgendwie eine neue Perspektive eröffnet, ein Thema ganz anders beleuchtet. Aber ich glaube halt, dass gerade wenn man über Nachrichten redet, also über tagesaktuelles Geschehen, dass es sozusagen ein bisschen albern ist, wenn man jedes Mal wiederholt, was sozusagen in der Welt vorher passiert ist, was ja so in vielen Artikeln immer noch passiert, sondern das kann man ja eigentlich dann auch wieder abrufen. Denn man hat es ja bereits gesagt und es ist jederzeit verfügbar. Jetzt ist ja so, du bist einerseits für die Open Knowledge Foundation in Deutschland aktiv, also in diesem ganzen Bereich Open Data, Open Government etc. pp., was wir hier jetzt schon umfangreich verhandelt haben. Du bist aber auch aktuell Fellow der Mozilla Foundation. Mozilla werden die meisten kennen durch diesen Browser, den offenen Browser Firefox. Und du bist Fellow der Mozilla Foundation, arbeitest für ein Jahr bei Spiegel Online. Ja? Wie sind denn deine Erfahrungen in der Praxis, diese neuen journalistischen Strategien, die du so skizziert hast gerade, wie finden die tatsächlich Anwendung bei so einem großen Newsportal wie Spiegel Online beispielsweise? Ich finde das total interessant. Ich habe bisher, muss ich zugeben, nur in sehr, sehr kleinen Organisationen gearbeitet. Die Open Knowledge Foundation ist eben eine NGO in Deutschland. Wir haben vielleicht 5 Leute, die dort mitarbeiten. Jetzt Spiegel, das sind zwei riesen Schlachtschiffe, die da sich bewegen. Also Spiegel Print und Spiegel Online. Spiegel Print und Spiegel Online, genau. Da passieren natürlich Dinge ganz anders. Und ich finde es eben interessant zu beobachten, wie momentan schon noch so ein gewisser Split auch da ist zwischen den Leuten, die dafür sorgen, dass die Webseite am Laufen bleibt, und den Leuten, die dafür da sind, die Geschichten zu erzählen. Mhm. Und was ich eben spannend als Diskussion finde, was ist sozusagen, wenn man mehr Technik in den Newsroom lässt, wenn man dort die Möglichkeit hat, eben mehr dediziert angepasst an die Geschichte, die man gerade erzählen will, eine Nachricht auch technisch zu untermauern. Lass uns das doch mal vielleicht anhand eines Beispiels etwas näher erläutern. Wenn wir jetzt beispielsweise diesen NSU-Prozess in München oder diesen Vulkanausbruch vor ein paar Stunden, bei dem 3 deutsche Bergsteiger Opfer wurden. Wie würde man denn so eine Geschichte jetzt erzählen, wenn man deinen Modellen folgt? Was ich bisher bei Spiegel Online sehe, sind doch meistens Fotos und Texte. Natürlich. Ich glaube, was man gerade bei der NSU, das ist spannend, ne? Da ist Geschichte drin. Das sind irgendwie mehr als 10 Jahre, die man da dokumentieren muss. Es sind viele Akteure, es sind viele, viele Ereignisse, vieles davon ist auch umstritten. Und ich glaube, das kann man unheimlich gut auch zerlegen und dann sagen, okay, wir haben hier sozusagen eine Chronologie der Ereignisse, die verknüpft sich an bestimmten Stellen mit der Biografie der Akteure. Und das kann man dann durch Visualisierung, glaube ich, verständlicher machen. Man kann das aber auch eben einfach als Elemente, die in Artikeln immer wieder auftauchen können, verfügbar machen. Das würde bedeuten, wenn ich das richtig verstehe,
jetzt nochmal, wenn wir die verschiedenen Akteure in den Blick nehmen, dieses NSU-Prozesses, dieser Geschichte, dieser grauenhaften Geschichte in den letzten 10 Jahren, man würde quasi so ein großes Mapping-Tool bauen, wo dann die Akteure zu sehen sind. Die Täter, die Opfer, die Orte, die Ermittler, die beteiligten Behörden, der Untersuchungsausschuss, um mal zu zeigen, wie das Geflecht und die Beziehung aussehen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben gerade eine Visualisierung live geschaltet auf Spiegel Online, in der wir ganz simpel versuchen, dieses Netzwerk darzustellen. Dort die Frage sozusagen, wie zentral war Beate Schäfer in diesem Netzwerk der NSU? Mhm. Das kann man natürlich beliebig ausbauen, indem man es erweitert, indem man guckt, wer hat wem genau was geliefert, wie lief diese Sequenz ab, was für Beweise gibt es, wer wann wo war. Mhm. Für einen neuen Zugang liefern? Ist das sozusagen, man kriegt als Zuschauer eine neue Chance, das komplexe Thema schneller zu erfassen? Ich glaube, das Wichtige ist, dass man das dann jeweils wieder runterfiltert, dass man sozusagen nicht immer den vollen Umfang der Informationen darstellt, sondern eben das aus der Information rauspackt, was gerade für das, was man eigentlich sagen will, wichtig ist. Dass man sozusagen nicht versucht, eine große, allumfassende Grafik oder so etwas zu bauen, sondern dass man sagt, okay, jetzt hat sich gerade entwickelt, dass im Gerichtssaal diskutiert wird, inwiefern Schäfer davon wusste, dass dort Morde begangen wurden. Also sammeln wir jetzt mal alles, was wir an Fakten darüber wissen, wie oft sie beteiligt war, ist sie mitgereist oder war sie immer zu Hause. Okay, das ist jetzt der Anwendungsfall. Wir haben am Beispiel des NSU-Prozesses mal angedeutet, wie solche neuen Erzählmodelle funktionieren könnten. Wer sind denn die Anwender? Also sind das die Journalisten? Sind das die Grafiker, die in solchen Redaktionsbüros sitzen? Sind das Programmierer? Oder haben wir es mit einem ganz neuen Typus, einem neuen Rollenprofil des Journalisten zu tun, der auch Code beherrschen muss, also programmieren muss zukünftig? Ich halte das ehrlich gesagt nicht für vollkommen ausgeschlossen, dass man mehr mit Programmierer einfach daran führt, zu sagen, okay, ich kann mit dem Telefon umgehen, das ist ein wichtiges Recherchewerkzeug für mich. Vielleicht lerne ich auch ein bisschen programmieren, um dort meine Recherchen auch vorantreiben zu können. Natürlich braucht man jetzt aktuell richtig gute interdisziplinäre Teams, die das vorantreiben, in denen Leute sind, die sich mit Visualisierung auskennen, in denen Leute sind, die sich mit Daten auskennen, in denen Leute sind, die eben wirklich den Journalismus ausgezeichnet beherrschen. Gibt es da ein stehendes Team bei Spiegel Online? Sind das so die 8 Leute, die da als das Team bilden und permanent irgendwelche neuen datenjournalistischen Projekte fahren? Das entwickelt sich gerade und das ist total spannend, weil es natürlich auch so knirscht, weil man noch ganz andere Arbeitsmodi hat, irgendwie zwischen der Geschichte, die nach 6 Stunden fertig sein muss, und der Geschichte, wo halt jemand programmieren muss, was niemals in 6 Stunden fertig sein wird. Mhm. Entwickelt sich gerade viel. Wir versuchen das eben auch zusammen mit den Leuten aus dem Print zu machen, die viel mehr Ressourcen haben, was sozusagen Recherche angeht. Da gibt es die ganze Dokumentation, in der Leute sitzen, die sich zum Beispiel mit solchen Themen wie dem NSU-Prozess eben seit Jahren auseinandersetzen und jetzt sozusagen dieses Wissen haben, diese Fakten haben. Und jetzt ist einfach die Frage, wie kann man dieses Wissen besser im Web verfügbar machen? Mhm. Für Leute vielleicht auch, also ich glaube, das Spannende ist eigentlich eher die Zielgruppe. Sozusagen, dass man weg davon geht, es muss mit der Öffentlichkeit irgendwie geredet werden, sondern vielleicht gibt es Leute, die sich für ein spezielles Ding wirklich interessieren, die ein Thema wirklich behandeln wollen und die dann dort auch mehr Informationen suchen, als es eigentlich normalerweise erwartet wurde in Medien. Mhm. Ich glaube, das wird gerade dann spannend, wenn man die Informationen personalisieren kann. Ich hoffe, dass das bei der NSU nicht so häufig der Fall ist, aber meinetwegen, wenn man darüber berichtet, welchen Zustand hat das Schulsystem oder welchen Zustand hat das Gesundheitssystem, dann wird es natürlich relevant. Ja. Inwiefern erfahren wir denn eigentlich, wenn wir so an Journalismus herangehen, wirklich dann am Ende eine Art der anderen oder der wahreren Wahrheit tatsächlich? Weil ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, diese Begrifflichkeiten Storytelling und Journalismus zusammenzubringen, weil es an vielen Stellen ja auch gerade, wenn soziale Medien in den Journalismus mit hineinkommen, wie bei der Boston-Geschichte, auf dem Portal Reddit so viel passiert ist und die Geschichte auf einmal anders zusammengesetzt wurde, man das Gefühl hatte, man sieht viel mehr davon, weil eben andere, also bei Medien sich aufeinander bezogen haben, auch soziale Netzwerke, aber man hatte am Ende trotzdem nicht eine wahre Geschichte. Also weißt du, was ich meine? Also hat man wirklich einen Mehrwert davon, von interaktiven Karten und neuen Zusammenhängen in jedem Fall? Und sind dann die Journalisten dahinter kompetent genug, um das richtig zu kuratieren? Ich glaube, das sind jetzt 2 Fragen. Das eine ist, wie glaubwürdig sind die Informationen, die da rauskommen? Das andere ist sozusagen, wofür brauchen wir eigentlich diese ganze Technologie? Ne? Ich glaube, die Frage, wofür brauchen wir diese Technologie, das hängt viel damit zusammen, dass einfach Komplexitätsreduktion dadurch einfacher wird. Das heißt nicht, dass es am Ende wahrer wird, aber man kann, glaube ich, komplexere Zusammenhänge einfacher darstellen. Jetzt gerade so ein Beispiel wie die Steuerhinterziehungsdaten, die da veröffentlicht wurden. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Weg, irgendwie internationale Steuerhinterziehung mit solchen komplexen Konstrukten von verschiedenen schachtelnden Firmen und Regimes, die dort zum Tragen kommen, darzustellen, als dass man wirklich einen strukturierten Ansatz wählt, dass man wirklich anfängt, ebenso wie diese Unternehmen durch Computerprogramme aufgesetzt werden mittlerweile, auch versucht,
Software zu haben, die das ermittelbar macht, durchsuchbar macht. Auf der anderen Seite mit dem Vertrauenswürdigkeit, weiß ich nicht. Ich finde irgendwie, dass sich da, gerade in Boston haben sich ja beide Seiten nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Für jedes Reddit, das man irgendwie auseinandernehmen kann, kann man auch CNN dann irgendwie beschuldigen. Ja. Und ich glaube, gerade diese Reddit-Debatte war irgendwie viel dann auch Meta-Debatte drin und Diskussionen darüber, was machen wir hier eigentlich gerade, ist das vollkommen albern, ist das gefährlich und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern man das gut zusammenkriegt. Es gibt irgendwie jetzt dieses Schlagwort, irgendwie die Medien müssen das alles kuratieren, aber wie sie das machen, wissen, glaube ich, die wenigsten so richtig gut. Bleiben wir nochmal kurz bei den Anwendungsfällen. Du bist bei Spiegel Online aktiv. Es gibt natürlich auch weitere Redaktionen in Deutschland. Da müssen wir jetzt mal einen Werbeblock einschalten, um da Vorwürfe zu verhindern. Es gibt sicherlich beim Fokus auch Versuche, beim Stern, auch bei der Yps höchstwahrscheinlich, datenjournalistisch Inhalte darzustellen. Aber gibt es denn Leuchtturmprojekte, Leuchtturmredaktionen, wo du sagst, ja, New York Times oder Guardian oder andere, die haben bereits diese Teams, die bei euch noch im Entstehen begriffen sind? Ich bin auf jeden Fall ein riesiger Fan von ProPublica. Das ist ein amerikanischer Start-up. Wir sehen gerade, dass Stephanie Henke zu uns kommt. Welcome. Stephanie Henke, now here. Hi, Peter. Hey, we switch to English right now. That's okay. Yeah, okay. Sorry. We have to introduce ourselves. My name is Christine. No. Your David name? Letterman. She's David Letterman. Yeah, okay. And I'm Marijke Amado. You probably don't know her. She was famous in the 80s in Germany. Okay. Okay, but it's just. She was a famous host 30 years ago. Yeah. Okay. Let's continue. So, where's the best practice example international? I think for this kind of investigative data-driven journalism, it's ProPublica. It's a New York-based outfit. They are basically funded by charitable donations and by philanthropic individuals. And what they do is they have this team where essentially, I think, investigative reporters that are really first grade, they've won a lot of Pulitzers, are working side by side with coders who are helping them to get at the databases. And what I love especially about them is their stuff never ends up being simply about visualization or kind of breaking it down to one click display of the data. But what they do is they do news apps. So it's an application that has one level where it's a high level overview of a story. For example, what is the state of Medicare funding in the US and the impacts of that. And then you can also drill down and see, okay, how are the doctors in my hospital that are close to me? How are they funded, or what other information is available about them? So it's kind of using data to make one story that's kind of the general summary overview, and one story that is my personal perspective, my personal stake in this story. Mm. Was it expectable that a young structure like ProPublica is so progressive, and the old structures like New York Times or Guardian are slower? No, I think you can't accuse the New York Times of anything. They've basically hired everyone who can do anything in this field, and that's kind of embarrassing for everyone else at this point. Mm. So they have fantastic visualizations. They have a great team in terms of presenting data, presenting information in an extremely accessible way, I think. Mm. Thank you. So we, as you can hear it, we already jumped into the new forms of journalism. You are the executive director of Tactical Tech, first of all. And your panel was called Investigation 2.0. What does that mean for you? What is investigative journalism today? So we're looking at actually a slightly different question, but completely complementary, which is not looking at some of the people that we're looking at are journalists, but very often looking at the ways that independents and individuals are engaging investigation. Some of these are artists or hackers or different types of individuals. And in particular, the project that we're working on that we presented today is called Exposing the Invisible. And it's looking at the question of how do we ask questions about things that are extremely closed. Some of the examples we showed today were, for example, looking at questions around military and surveillance and arms industry, and how are individuals looking at that question. One of the examples we showed was from, for example, a guy in the UK who's an unemployed person who just as a kind of hobby started looking at videos that are published online around Syria, and looking at the arms in the videos. And then from this, he realized that he was actually, you know, amassing some kind of expertise, and he started blogging about what he was finding. And from this became one of the resources that people are using to ask questions about what arms are being used in Syria. So he's a completely unqualified person with really no background in this area who, over watching thousands of videos every week, has become an expert on what these arms are. So it's really quite a different approach than the, let's say, professional
investigative journalists, you know, New York Times and so on, who are actually now using these people as a resource in their work when they're doing research. You also mentioned that, like, the job descriptions in the digital age are really, like, new or mixed up, so we can't rely on traditional ideas. You say, for example, hackers do the work of journalists, but what does that mean? Is it just like, you know, what's the big idea behind this? What does that mean for journalists, for hackers? Well, I think what we're seeing is, you know, traditional institutions or organizations that we think of doing this work are actually not the ones innovating in the space very often. I mean, there is innovation going on there, of course. Friedrich probably just said the opposite of me. There's a lot of innovation going in that area, of course. But what we're seeing in terms of, you know, things that we didn't expect, like, you know, going through 450 videos of Syria a day of an individual, these are kind of new forms that are emerging. And I think that they're about hybrid collaborations as well, which is not without its problems, because obviously when you have individuals starting out doing this kind of thing who don't have the kind of professional credibility, let's say, or house name behind them, like of the New York Times or whatever, verification becomes one of the biggest issues. You know, what's the quality of the information that they're gathering and how can that be trusted by viewers and so on? Yeah. But perhaps one of the important things is that these gatekeepers to how the information is published and found is really changing. You know, individuals, you know, artists and others can start to reach a much broader audience than would otherwise be possible. Yeah. Yeah. What is about the data journalism topic? Because the new journalists, they have to be hackers as well, kind of hackers. They have to understand how data is generated. What does that mean for journalism? How important would you say will this be one day? Well, actually, we had a really interesting set of questions after our session about how does this get paid for. And I think one of the things we saw in journalism was that people felt, or the talk a few years ago was that journalism was dead, the media was, newspapers were finished and so on. And this is one of the areas that you see them reinventing themselves in, exactly, you know, German newspapers, American newspapers, British newspapers as well, The Guardian, for example, with their data blog. And so whilst there is innovation and there's reinvention in the journalism space in this area, paying for it is going to be one of the critical questions, I guess. The work we do, though, at Tactical Tech is much more focused on the way that so-called activists can use these technologies. So we're actually borrowing from journalist skills in this area. We're often working with human rights advocates, people working on uncovering corruption, transparency and so on, but these are advocates, they're not journalists. But they're starting to use journalist skills as well, and they need them increasingly. We're talking about the using of technique in the context of journalism. It's a kind of technical understanding of technique. What do you think, is this technical understanding of tech arrived here in Germany, when you stay here in the Republika? Definitely, yeah. I think it really has. I mean, Germany has a number of innovations going on different levels, but I guess, you know, in different areas as well. I think you've seen more innovation probably on the art scene and music scene, and then you also see so more creative, let's say. And then you see innovation in the small-scale social enterprises or small-scale businesses. And what perhaps we see less of is the application of that to more of these social issues. Mm. I think it's happening in activist circles, but not necessarily on a high, you know, mainstream level, let's say, or on any kind of scale. And that's why organizations who bring these individuals together and start to do things like the Open Knowledge Foundation are really important. Yeah. Is it your first time here at the Republika in Germany? No, it's the second year. Second year, okay. Yeah. Something what surprised you? Well, it seems to be a much more coherent group of people. Last year, I had the feeling when I came here, there was lots of really interesting people with things to say, but it was kind of, the subjects were all very, very different. Okay. And it seems this time that there's a really nice set of threads coming out, different trends and issues that you can see emerging. Yeah. Okay. I would like to know one thing, because I read that in your workshop you asked sort of the big questions, so like, where is it all going, you know, all the things we were talking about. Do you have an answer for us here? Where is it all going? No, I wish it was that simple. I think you have to start with a question, though. It's a good place to start. Yeah. I think what we've seen is we were asking these questions because we were looking at the question of who's doing investigation now? How's that changed? What are the questions that they're asking and where are they finding the answers? And that's what's changing. And then at the same time, will there be new checks and balances in place as individuals start to act in a space where they're uncovering information that's normally closed? So these are the questions that we ended up with. Okay, thank you. Friedrich Lindenberg. Thank you for joining us. For talking. Thanks.
Wir sehen uns wieder um 19 Uhr zur Fazitrunde, zum Resümee. Dann unter anderem, hoffen wir, mit Johnny Häusler, der heute über das Netzgemüse gesprochen hat. Und natürlich zwei weiteren Gästen. Dann werden wir in einer guten halben Stunde etwa den Tag resümieren. Bis später. Tschüss.